Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem DeFi.jetzt-Tutorial. Heute geht es in unserem Tutorial um Forensik, Bitcoin-Forensik, und wir begrüßen ganz herzlich den Mark. Hallo, danke für die Einladung. So, dann leg gleich mal los, Mark. Wir haben ja im Podcast Nummer 15 oder 16, weiß ich jetzt gar nicht, was war es denn, Ralf? 15. 15, genau. Irgendwie auch schon wieder langer Tag. Also Podcast Nummer 15 haben wir ja uns über einige Sachen versucht, ausführlich zu unterhalten. Ich denke mal, für jeden war es vielleicht nicht ganz so verständlich. Deswegen machen wir jetzt noch ein kleines Tutorial hinterher, wo du einige Sachen noch anhand von Beispielen zeigen wirst. Wir machen das jetzt nicht live, weil einige Abfragen natürlich auch eine Weile dauern, und wir haben ja einige Folien vorbereitet, und dann erklär mal, Marc, was wir hier Schönes sehen. Ja, der Startpunkt ist immer eine Bitcoin-Adresse, für die jemand einen Grund hat, warum er wissen möchte, wer diese Bitcoin kontrolliert, wem diese gehören. Zum Beispiel, weil es einen Betrugsfall gibt oder eine kriminelle Aktivität oder Steuerhinterziehung oder was weiß ich. So, und dann jetzt habe ich hier eine Beispieladresse, die seht ihr hier eingeblendet. 1 Host FAT und so weiter. Das sind zurzeit 0 Bitcoin-Guthaben drauf. So, und die geben wir dann in unser Tool ein. Das Tool sucht praktisch alle Adressen nach gewissen Regeln, die in den letzten 8 Jahren eigentlich so durch die Forschung entstanden sind, wie man zusammengehörige Adressen der Blockchain finden kann, weil sie zum Beispiel zusammen als Einzahlung in einer Transaktion verwendet wurden. Da hat unser Tool jetzt 28 Adressen gefunden. Und sagt uns dann auch dazu, dass diese Person insgesamt, also das heutige Guthaben dieser Adressen ist insgesamt 751 Bitcoin. Also diese Person kontrolliert eine ganze Menge. Das ist dann sozusagen eine Liste. Die brauchen wir später nämlich, weil wir versuchen ja immer einen Weg zu Börsen zu finden. Wenn jetzt jemand, ein Betrüger, jemand um seine Lebensersparnisse betrogen hat, der geht in Rente, zahlt seine Ersparnisse ein, weil er ein Versprechen bekommen hat, mit Bitcoin ist gut angelegt, und dann haut der Betrüger, der ihm helfen wollte, mit dem Bitcoin ab. Dann brauchen wir erst diesen sogenannten Cluster, also diese Gruppe von Adressen. Und das sind hier diese 28 Adressen für dieses konkrete Beispiel. Und dann verfolgen wir eben nicht nur diese eine Adresse, wo der Betrug stattfindet, nach, sondern alle. Das ist jetzt einfach mal eine beliebige Adresse, um das zu zeigen. Ich habe es nicht von einem konkreten Kunden hier eine Adresse genommen, einfach um auch da ein bisschen Privatsphäre zu schützen. Das ist einfach ein Beispiel hier. Und wenn wir mal auf die nächste Seite gehen, dann zeige ich jetzt mal für diese Adresse. Ihr habt eben gesehen, zwei Adressen waren grün markiert. Die sind hier auch wieder. Dass diese beiden Adressen gehören für uns in einen Cluster. Das heißt, wir sagen, die gehören zur gleichen Person. An diesem einen Beispiel möchte ich es mal zeigen. Ich habe hier die zugehörige Transaktion aus einem Bitcoin Explorer eingeblendet. Also so sieht das praktisch aus. Auf der linken Seite sieht man die Einzahlungen, die in dieser Transaktion gemacht wurden. Auf der rechten Seite die Zieladressen. Die zweite auf der rechten Seite ist wieder diese 1 Host FATG, das ist sozusagen dann das Wechselgeld, was zurückgeht. Und wirklich transferiert wurden hier diese 0,001, also ein Millibitcoin, an die Adresse 15 PFD. So, aber interessant ist die linke Seite, diese Einzahlung, weil ihr seht, mehrfach wurde hier die Adresse, diese 1 Host FATG verwendet. Und ganz unten, die unterste in der Liste, ist eine andere Adresse. Die fängt zwar so ähnlich an, aber ist eine andere Adresse, geht dann mit 5S44 weiter. So, und dann besagt eine Regel halt, dass es in den allermeisten Fällen der Fall ist, wenn Adressen gemeinsam verwendet wurden für eine Bitcoin-Transaktion, dann werden die von der gleichen Person kontrolliert. Und deswegen hat unser Tool gesagt, dass diese 1-Host-Adresse FATGTXW der gleichen Person gehört wie die Adresse, wo es unten mit 5S44
weitergeht, links unten in der Liste. Und so, jetzt haben wir an diesem Beispiel gezeigt, diese beiden Adressen gehören wahrscheinlich der gleichen Person. Jetzt nutzen wir natürlich noch andere Regeln und schauen nicht nur in diese eine Transaktion, sondern in alle 700 Millionen, die es in der Blockchain gibt. Das haben wir alles durchgescannt und auch alle neuen Transaktionen. Das sind ja auch jeden Tag ungefähr 200.000 neue Transaktionen. Die scannen wir auch immer durch. Alle 4 Stunden passiert das, um sozusagen unsere Datenbank da immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Das kann sein, wenn ich also heute suche, habe ich 28 Adressen in dieser, die ich einer Person zuordne. Das können morgen auch 30 sein, weil wir einfach, weil es neue Transaktionen gab, die neue Erkenntnisse bringen. Ja, das mal so, dass ihr sehen könnt, wie man überhaupt auf, dazu kommt, zu sagen, dass zwei Adressen der gleichen Person gehören an diesem einen Beispiel. Ich muss aber noch mal fragen, du hast gesagt, ich sehe jetzt hier irgendwie zwei Bitcoin-Adressen, sehe aber links immer nur eins hoch. Auf der falschen Seite, Seite 9. Wir müssen eine Seite zurück, ja. Du hast gesagt, dass ich so hier. So, also die beiden grünen Adressen, ja. Die sind auf dem nächsten Bildschirm, auf der nächsten Seite zeige ich praktisch, warum die der gleichen Person gehören. Die anderen von den 28 auch, aber an diesem Beispiel zeige ich es. Geh mal bitte eine Seite weiter. Moment. Genau. Diese. Ja, diese Seite, genau. Ah. Hier sieht man ja eine Transaktion im Explorer und auf der linken Seite sieht man diese beiden Adressen. Die unterste ist eine andere wie die Adressen drüber. Auf der linken Seite hier. Diese 1 Host FAT 5S44. Ja. So, das heißt, und diese Heuristik, die eine Regel besagt halt, dass wenn die Einzahlung von wenn von verschiedenen Adressen eingezahlt wird, dass diese Adressen sehr, sehr wahrscheinlich der gleichen Person zuzuordnen sind. Das habe ich hier verwendet. Deswegen habe ich gesagt, diese beiden Adressen gehören der gleichen Person. Aufgrund dieser einen Transaktion, dieser Transaktion 23F66 und so weiter. Oben bei dem Hash steht. So, und das Gleiche haben wir natürlich, wir haben die ganze Blockchain durchgescannt, alle 700 Millionen Transaktionen oder 600 Millionen sind es, glaube ich, knapp gerade. Und deswegen haben wir natürlich ganz viele Erkenntnisse, welche Adressen gehören zu welchen, weil sie mal in irgendeiner Transaktion verwendet wurden. Und so, und wir haben auch nicht nur diese eine Regel, sondern noch andere, die im Laufe der Jahre von Leuten ersonnen und begründet wurden, warum die Sinn machen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und in dieser ganzen Kombination kamen wir bei diesem Beispiel halt darauf, dass der Person 28 Adressen zuzuordnen sind. Jetzt können wir auf die nächste gehen. Da kann ich dann den nächsten Schritt erklären, was wir dann machen oder unsere Tools, weil manuell, man könnte das natürlich auch manuell machen, aber das ist viel zu aufwendig. Da, wenn man, was das Tool in einer halben Minute schafft, da, wenn man gegebenenfalls ein Jahr beschäftigt. Und vor allen Dingen hat man natürlich auch nicht das ganze Wissen, wenn man nur in Explorer schaut, welche Adresse gehört zu einer Börse und welche nicht. Das ist natürlich auch wichtig. So, was wir dann machen, alle 28 Adressen, wie in diesem Beispiel, die verfolgen wir nach und schauen, ob es Transfers zu bekannten Adressen von Börsen gibt. Das haben wir bei diesen 28 Adressen, haben wir jetzt welche gefunden. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele. Die Liste war ein bisschen länger. Ich habe jetzt ein paar Beispiele hier gezeigt. Wir haben da nur für eine Adresse was gefunden, aber das reicht ja. Und die hat zum Beispiel Bitcoin zu einer Adresse gesendet, die zu dem Exchange Bitstamp.net gehört. Und das ist jetzt eine alte Transaktion. Es mag sein, dass es einzelne von den Börsen nicht mehr gibt, aber es soll hier nur das Prinzip veranschaulichen. Natürlich funktioniert das auch bei neueren Transaktionen genauso. Hier zum Beispiel, wenn das jetzt das Ergebnis bei einer Analyse vom Kunden wäre, dann würde ich dem Kunden zum Beispiel empfehlen, mal hier bei der vierten Adresse, wo bitcoin.de steht, zu sagen, praktisch zur Polizei zu gehen und zu sagen, bitte die doch mal, dass sie versuchen, die Identität von dieser Person rauszukriegen, die, wie gesagt, hier in der vierten Zeile die Bitcoin-Adresse 1EIRK5 hat, die Bitcoin.de zuzuordnen ist. Oder halt von einer anderen Börse. Wir haben dann, normalerweise haben wir auch da ein bisschen so, machen wir da in der Reihenfolge, sortieren wir das ein bisschen, dass die Börsen, die kooperativ sind, oben sind. Weil wenn wir 100 Ergebnisse haben, das erschlägt ja jeden, man kann nicht 100 Sachen nachverfolgen. Dann
sortieren wir das, dann kürzen wir das ein bisschen und sortieren das ein bisschen, damit am Kopf des Reports oben das steht, was eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, das zum Erfolg führt, wo bekannt ist, dass bei der Börse auch Auskunft erteilt wird, dass die kooperativ sind und dann auch wirklich, die werden dann ein bisschen Administration verlangen, füllen mal Formular aus und dann brauchen sie vielleicht 2 Monate oder so, aber dass da sozusagen die Erfolgswahrscheinlichkeit für den Kunden möglichst hoch ist. Also sowas kommt in den meisten Fällen irgendwo raus, außer die Bitcoin wurden noch gar nicht bewegt. Ja, wenn einer die gestern geklaut hat oder auch vor 3 Monaten geklaut hat und hat sie da liegen lassen und nicht weiter bewegt, dann muss man einfach Geduld haben und warten. Der läuft nicht weg. Da muss man, da haben wir auch natürlich dann Monitoring-Tools, die uns dann, damit man nicht jeden Tag da reingucken muss, da wird man ja auch irgendwann verrückt, dann, die uns dann automatisch informieren, wenn der Privatsphäre-Index sozusagen runtergeht, also die Chancen starten, dass man das nachverfolgen kann oder wenn es einfach bewegt wird. Gut, nächste Folie. Ja. Ja. Ja, jetzt die nächste Frage. Wie verfolge ich denn eine Adresse, wenn der Betrüger vorsichtig ist und schickt die durch einen Mixer? Oder zu Monero oder durch eine dezentrale Börse und so weiter, was die direkte Nachverfolgung erschwert. Jetzt kommt das Beispiel, was ich auch schon erwähnt hatte, in unserem, was ich schon erwähnt hatte, eine CoinJoin-Wasabi-Transaktion mit 81 Einzahlungen und 119 Auszahlungen. Das ist keine Transaktion wie normal, wo vielleicht 2 Personen beteiligt sind. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörer und Schauer mal erklären, was ist denn CoinJoin-Wasabi-Transaktion? Okay, das ist ein Protokoll, wie man praktisch, wo sich viele Leute zusammentun, damit man eben die Transaktionen nicht nachverfolgen kann. Das ist praktisch eine Gemeinschaftsaktion, um die Privatsphäre der ganzen Nutzer zu verbessern oder zu schützen. Das heißt, wenn jemand nicht möchte, dass die weiteren Transaktionen seines Bitcoin nachverfolgt werden kann, dann nimmt er an so einer Transaktion teil. Das sind da vielleicht zum Beispiel 100 Leute, die mitmachen oder 80 und die zahlen dann alle etwas ein und auf der Ausgangsseite sieht man hier jetzt 119 Ausgänge. Es wird dann auch wieder an diese, ich sag mal, 80 Leute verteilt. Manche kriegen dann eine Zahlung, manche kriegen vielleicht 3. Und der Trick dabei ist, damit man das nicht zuordnen kann oder vielleicht rumprobiert, wenn ich die 2 Beträge zusammen addiere, dann komme ich doch auf den Einzahlungsbetrag. Damit man eben da keinen Erfolg hat, gibt es meistens mehr Auszahlungen als Einzahlungen und da kommt der gleiche Betrag sehr häufig vor. Das heißt, da gibt es einfach zu viele Kombinationen, als dass man dort etwas zuordnen kann. Wir werden das auf der nächsten Folie sehen oder vielleicht können wir mal ganz kurz schon auf die nächste Folie gehen, danach nochmal zurück. So sieht es aus. Auf der linken Seite sind dann die Einzahlungen, die oberste zum Beispiel 0,1 Bitcoin. Da gibt es dann auch Regeln, dass man, da kann jetzt nicht einer 50 Bitcoin zum Beispiel einzahlen, sondern da gibt es dann Grenzen, mindestens so viel und höchstens so viel. Hier ist es zum Beispiel Nähe von 0,1 oder 0,2 oder 0,4. Auf der linken Seite seht ihr jetzt 20 Einzahlungsadressen, da gibt es noch 61 weitere, die sind jetzt halt nicht mit eingeblendet. Auf der rechten Seite seht ihr hier die Ausgangsadressen, auch nicht alle, aber mal als Beispiele. Und die Auszahlungsbeträge haben auch eine große Ähnlichkeit oft und es gibt meistens auch, wenn da jetzt 120 Auszahlungen sind, dann gibt es meistens auch jeden Betrag dann so ungefähr 10-mal oder dass er mehrfach vorkommt, damit man da einfach nicht durch kombinatorische Tricks das doch den Einzahlungen zuordnet. Das heißt, das Ganze von außen betrachtet, alle werfen ihre Bitcoin in einen Topf rein, dann wird da wird umgerührt und geschüttelt und dann holt sich jeder wieder ein Bitcoin raus und keiner weiß, wer von wem den Bitcoin bekommen hat. Und die gehen dann alle wieder ihrer Wege und man kann eigentlich nicht nachvollziehen, wer welchen hat. Und wir können diesen CoinJoin-Algorithmus auch nicht knacken.
Der funktioniert, der ist gut, also der ist ordentlich designt. Der Grund, warum wir die Leute finden, ist, weil sie später Fehler machen und die falschen Bitcoins wieder zusammenmischen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir häufig trotzdem die Leute finden. Vielleicht wieder kurz die Folie zurück, Ja. dass ich Vielleicht da noch noch mal zwei eine Aspekte. Erklärungsfrage, wenn man oder bleib ruhig auf der Folie jetzt. Wenn man jetzt diese Transaktionen, das sind ja eigentlich sinnlose Transaktionen, die ja nur Gas oder ich sage mal Gebühren kosten. Wie hoch sind denn die Ja. ungefähren Gebührenkosten, um diese Mixer sozusagen zu bedienen? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es muss ja, ich meine, man hat natürlich die Transaktionen von der Blockchain und da ist man eigentlich im Vorteil, wenn jetzt viele Adressen beteiligt sind. Dann wird es eigentlich für den Einzelnen billiger. Aber da wird ja noch eine zusätzlich für diesen Service, des Mixers wird natürlich auch noch eine Gebühr anfallen und das habe ich jetzt nicht, ich habe das mal zum Testen ausprobiert. Aber ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Es ist auf jeden Fall transparent und wird angegeben, was das kostet. Also es gibt da keine großen Überraschungen, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist es im Allgemeinen jetzt 0,1 Bitcoin, hatten die meisten dort eingezahlt. Das sind ja nach heutigem Stand ungefähr 2.700 Euro, weiß nicht genau. Und also das ist auf jeden Fall vom Verhältnis, macht das da nichts aus, weil das sind jetzt keine 20-Euro-Beträge, die die Leute da versuchen zu mixen. Ja, jetzt, wie können wir sozusagen entmixen, also das Mixen rückgängig machen oder sagen wir mal so, das Überbrücken, sodass wir auch durch einen Mixer nachverfolgen können. Das ist, wie ich vorhin erklärt habe, weil die Leute irgendwann einen Tag später, einen Monat später, 2 Jahre später mal aus Versehen oder auch unbewusst diese gemixten Bitcoin wieder mit anderen zusammenbringen. Und wenn wir von den anderen Bitcoin Erkenntnisse haben oder den Weg zu einer Börse nachverfolgen können, können wir es mit denen auch und können die Brücke schlagen. Und so konnten wir halt in einem Beispiel über 20% der Adressen zuordnen, was mehr war, als ich erwartet hätte eigentlich vorher. Und wie finden wir diese Zuordnung? Naja, wir bilden diese Cluster. Das heißt, wir schauen bei den Adressen, welche Adressen gehören zu einer dieser Ausgangsadressen. Und auch, das machen wir bei jeder Ausgangsadresse und bei jeder Eingangsadresse. Und dann finden wir halt oft, das ist ja das gleiche Cluster, deswegen gehören die der gleichen Person. Und dann haben wir die Zuordnung. Dann wissen wir, aha, die Einzahlungsadresse 7 gehört der gleichen Person wie die Auszahlungsadressen 12 und 15. Also so haben wir das praktisch gemacht. Und dieses Cluster, diese Gruppierung, diese Zuordnung können wir eben nur machen, weil es irgendwo mal ein Privatsphäre-Fehler gemacht wurde, was sicher nicht beabsichtigt war, weil sonst, es macht nämlich diesen Mixvorgang überflüssig. Und das Gleiche machen wir aber auch zwischen Ausgangsadressen. Dann weiß ich zwar vielleicht, erstmal habe ich noch keine Erkenntnis, aber ich habe ein neues Cluster gebildet und weiß zum Beispiel, dass 3 Auszahlungsadressen der gleichen Person zuzuordnen sind. Und das kann ich später vielleicht wieder gebrauchen. Wenn das Cluster im Laufe der Zeit größer wird, nutzt mir diese Zuordnung etwas, auch wenn ich es nicht mit den Eingangsadressen verbinden kann. Also das sind so die Möglichkeiten. Also in dem Fall konnten wir 26 von 119 Ausgangsadressen auflösen, also mit den Eingangsadressen verknüpfen. Jetzt können wir eigentlich zwei Seiten weitergehen, weil das nächste war ja so die Transaktionen, wie es im Explorer aussieht, in der Zuordnung. Hier habe ich mal für dieses Beispiel von den 119 Adressen, ihr seht da 118 als letzte Zahl, aber wir haben da mit 0 gestartet, deswegen sind es 119. Und die grün markierten von dieser Transaktion, die sind die, die wir zuordnen konnten. Die mit weißem Hintergrund nicht. Und wie ich auch schon in der Sendung zu dem Thema gesagt hatte, klingt es erstmal nicht so viel, 20%, aber erstens waren mir diese Methoden eigentlich nicht bekannt. Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, man kann gar nichts zuordnen. Aber andererseits möchte ich nochmal an das Beispiel erinnern, wenn ein erfolgreicher Betrüger 500 Leuten was abgeluchst hat und das dann
zusammen durch die Mixer schickt und macht dann irgendwann nur einmal einen Fehler, dann reicht das ja, um alle 500 Sachen nachher zusammenzukriegen, weil, wenn man das zuordnen konnte. Das heißt, er muss ja nur einmal einen Fehler machen. Deswegen, dann sind 20% schon recht gefährlich. Ich behaupte auch nicht, dass wir immer 20% aufklären können. Das ist sehr aufwendig zu rechnen, auch alles, aber in dem Beispiel konnten wir das. Jetzt können wir auf die nächste Seite gehen. Und zwar, da geht es um die auch schon mal erwähnte Mustererkennung oder ich nenne es Blockchain Fingerabdruck. Hier ein Beispiel. Es gibt eine Börse in London, oder die sitzt, glaube ich, in zwei Ländern, aber eins von den Ländern ist England. Die wurden vergangenen Dezember gehackt, also vor einem halben Jahr, und da wurden 307 Bitcoin gestohlen. So, ich habe den Fall weiterverfolgt. Diese 307 Bitcoin waren alle auf dieser einen Adresse, wurden die gesammelt. 1A4P, die ihr hier seht bei der ersten Transaktion. Und also da waren im Dezember 307 Bitcoin drauf. Die wurden eine ganze Weile nicht bewegt, bis im Februar. Dann auf einmal hat unser Tool angeschlagen und gesagt, die Privatsphäre ist runtergegangen praktisch, also da tut sich was. Und dann ging das auch recht rasch, dass da sehr viele Bewegungen waren. Und die haben das tatsächlich zum Teil 220 Mal verschoben oder noch öfter sogar, glaube ich, in einem Fall, in mehreren Ketten, immer lange Transaktionsketten wurde das verschoben. Und jetzt hier seht ihr die erste Transaktion in einem Beispiel. Es war am 22. Februar. Da wurde auf die Adresse 1CBY 17,99 Bitcoin transferiert von dieser Adresse des Hackers. Und dann die nächste Adresse, da wurde das dann mit noch einer anderen Adresse verknüpft. Also die gehören auch dem gleichen, nur aus einem anderen Betrugsfall wahrscheinlich. Und wurde an zwei andere Adressen weiter überwiesen. So, und das haben wir, unser Tool rennt dem Ganzen dann immer weiter hinterher. Nach verschiedenen Kriterien. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Seite gehen, zeige ich mal, wie das Ganze nach 207 Transaktionen aussah, also wirklich 207 Transaktionen in Folge. Dann landen wir dort, wo hier steht, 207. Transaktion. Da wurde von der Adresse 1LKT 2, noch was Bitcoin an die Adresse BC1 transferiert. Die zweite Adresse drunter ist ist nicht die Wechselgeldadresse, sieht nur so ähnlich aus. So, und was uns hier oder unserem Tool hier auffiel, dass auf einmal der Betrag geändert hat, weil wenn Leute sowas machen, ist eines der Muster, um das zu erkennen, dass sich meistens die Beträge langsam runtergehen. Also was weiß ich, das sind dann 20 Bitcoin, 19,99, 19,98. Machen dann immer, die splitten es immer auf, dann 0,01 an eine Adresse und der Hauptbetrag an eine andere Adresse. Wenn man da den Hauptbeträgen hinterherrennt, dann findet man manchmal zwischendurch, dass es so Seitenzweige gibt, wo sie direkt in der Börse mal kleine Summen praktisch umwandeln, zum Beispiel in Dollar oder Euro. Und dann gehen wir dem Hauptstrang weiter und wenn es auf einmal einen großen Änderung des Betrags gibt, dann ist oft eine Kreuzung von zwei von solchen Ketten. Das ist sehr erkenntnisreich, wenn das ist. Das fiel uns halt irgendwann mal auf. Ich tue mich da gar nicht so leicht, das zu erklären, warum das so ist. Aber immer wenn der Betrag einen großen Sprung macht, dann war das sehr häufig, dass so zwei Ketten wieder zusammenliefen. Und das ist eine super Erkenntnis, weil dadurch weiß ich nämlich, die zweite Kette, das habe ich da drunter. Habe ich die Transaktionen aufgeschrieben und das aus dem Explorer rein kopiert. Nämlich ganz unten ist auch, da seht ihr wieder die gleiche Adresse, 1A4P. Die hat 125 Bitcoin an zwei andere Adressen überwiesen. So, und nach zwei Schritten landet die genau, trifft die zusammen mit dieser Kette, die 207 Transaktionen lang war. Ja, welche Erkenntnis habe ich dadurch? Dadurch weiß ich, dass diese 207 Transaktionen wirklich alle zu dieser Person gehören, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Sonst würde die nämlich nicht die andere Kette treffen. Das ist super, super unwahrscheinlich, dass sie die sonst treffen würde. Und das heißt, diese 207, wo ich ja immer ein Risiko habe, dass das falsch positiv ist, dass ich nachher irgendeiner Kette in der Blockchain, irgendeinem
Zweig nachrenne, der gar nichts mit der Sache zu tun hat. Deswegen weiß ich aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit jetzt, dass diese 207 Schritte keine Falschpositiven enthalten, sondern wirklich alle damit zu tun haben, mit dieser Verschleierung. Also das heißt, da hat er den Fehler gemacht, der Hacker, dass er so eine Kreuzung gemacht hat und die wieder zusammengeführt hat, weil es ihm einfach das Leben einfacher macht. Er hätte sich also diese 207 Transaktionen sparen können. Die sind absolut überflüssig gewesen jetzt zur Erhaltung der Privatsphäre. Das waren auch noch in einigen anderen Beispielen der Fall. Das ist jetzt nur mal ein Auszug daraus. Aber er hat das Geld an die Miner gespendet und hat sich beschäftigt wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich auch immer eine Variante, dass, ich sag mal, der ehrliche Betrüger, der das danach an die Wohlfahrt spendet, die Bitcoin ist, ausschließen kann ich es nicht, ja. In den meisten Fällen ist es nicht so. Gut, nächste Folie, oder? Ja, und zwar jetzt noch mal ein paar Punkte. Wie, woran erkenne ich, ich meine, wenn ihr in den Blockchain Explorer reingeht, da findet ihr ganz viele Ketten. Ihr müsst nur immer die Adressen weiterverfolgen. Also beliebig viele Ketten findet ihr da. Milliarden von verschiedenen Ketten gibt es da, von Transaktionen, die man bilden kann. Und jetzt aber, woran erkenne ich, ob das so eine Verschleierungskette ist? Was haben die gemeinsam? Dass Indizien dafür sind, dass es in kurzen Zeitabständen immer was passiert. Also was weiß ich, jetzt wird was transferiert im nächsten Block schon wieder, im übernächsten Block schon wieder und das 100 Mal, also in sehr kurzen Zeitabständen zwischen Transaktionen. Oder dass sich die Beträge, die abgespalten werden, immer ähneln. Also immer 0,01 Bitcoin abziehen, den Hauptbetrag weiterschleppen und immer so einen kleinen Seitenzweig bilden. Das ist nicht ein natürliches Muster. In der normalen Kette ist es anders. Da zeige ich euch gleich auch noch ein gutes Schaubild, wie man das ganz gut sehen kann. Dann manchmal transferieren die das im Kreis und man landet wieder bei der Eingangsadresse oder dort in der Nähe. Das ist dann natürlich auch verdächtig, weil das macht in den meisten Fällen auch keinen Sinn sonst. Oder eben diese kreuzenden Ketten, wo ich eben das Beispiel erzählt habe, wo man dann eigentlich auch weiß, okay, diese ganze lange Kette zur Verschleierung kann aufgeklärt werden, als zu der gleichen Person gehören und nicht zu vielen verschiedenen, wie das normal wäre bei einer beliebig ausgewählten Kette. Das ist also ein Muster, die ich mal Blockchain-Fingerabdruck für so eine Aktion einer einzelnen Person benennen würde. Und ein anderes Muster sind die Transferbeträge. Wenn wir mal auf die nächste Folie gehen, die meisten haben das vielleicht noch nicht gehört, was eine Benford-Verteilung ist. Das ist, da hat vor ungefähr 100 Jahren in der Bibliothek einer festgestellt, dass an Logarithmen, Tafeln, also in Büchern, wo die Logarithmen aufgeschrieben waren, die vorderen Seiten häufiger abgegriffen waren als die letzten Seiten. Das ist bei den meisten Büchern so. Aber bei Lexika oder bei so einer Logarithmentafel hätte man das nicht erwartet, weil beim Lexikon gehst du davon aus, sucht genauso einer Buchstabe Z wie den Buchstaben A, also muss hinten genauso abgegriffen sein wie vorne. Und das hätte man eigentlich auch bei Zahlenwerken, was sie damals ohne Taschenrechner brauchten, um zu multiplizieren, solche Logarithmentafeln erwartet, dass er genauso oft hinten nachguckt oder in der Mitte und vorne. Aber er hat gemerkt, vorne war es mehr abgegriffen und hat dann die Erkenntnis gehabt, dass einfach in den Zahlen, die im Alltag vorkommen, in Preisen oder in du misst die Leute, wie viel Zentimeter sind sie groß oder alle möglichen Zahlen, dass das sehr häufig einer gewissen Verteilung genügt, nämlich dass die 1 häufiger vorkommt als die 2, die 2 häufiger als die 3 und so weiter und die 9 am seltensten vorkommt als Anfangsziffer. So, und das wird, wie gesagt, verwendet, um Finanzbetrüger zu Bilanzfälscher zu finden, weil die Zahlen manuell machen, dann kommen die meistens gleich oft vor oder zumindest in einer anderen Verteilung. Jetzt hab ich die Bitcoin-Blockchain-Beträge einfach mal 1 Million zufällig ausgewählt und habe die analysiert. Die genügen auch dieser Benford-Verteilung. Zum Glück habe ich es gemacht, weil 2 Leute haben steifenfest behauptet, das hätten schon viele untersucht und das würde dort nicht zutreffen, aber es trifft ziemlich haargenau zu. Ihr seht es im linken Schaubild. Das Grüne ist die Verteilung in der Blockchain, nämlich die 1 kommt zu ungefähr 30%. Wenn ich alle Beträge in Satoshi anschaue, kommt zu 30% als erste Zahl vor.
Und die 2 zu ungefähr 18%. Das Rote ist die ideale Benford-Verteilung, also wie das auch sonst vorkommt. Und das ist sich super ähnlich, wie ihr seht. Also es entspricht dem recht gut. So, jetzt habe ich das gleiche mal gemacht und habe mir nicht zufällige Adressen angeschaut, sondern Adressen ungefähr 100.000 waren das, nee, ungefähr 200.000 Adressen von Silk Road Marketplace, die dort verwendet wurden, die Beträge. Und da komme ich auf eine ganz andere Verteilung. Da ist super häufig die 5 von. Ich habe das nicht mehr tiefer weiter verfolgt, aber warum ich das Beispiel hier bringe, man kann, wenn jemand etwas speziell designt, kann man das erkennen, weil wenn ich andere Exchange eingib, jetzt mal von Kraken mir das anschaue, da sieht das Muster anders aus. Da sieht es nämlich wieder so aus wie links bei der idealen Verteilung. Das heißt, auch wenn ich daraus jetzt vielleicht für die einzelne Adresse noch nur in Ausnahmefällen einen Gewinn ziehen kann, wenn wir das weiterentwickeln, kann das durchaus sein, dass man daraus einfach auch Muster erkennen kann und vielleicht sagen kann, diese Adresse gehört sehr wahrscheinlich, hat was vielleicht mit einem Darknet Marketplace zu tun oder hat, dass man daraus einfach noch Erkenntnis ziehen kann. Das wollte ich einfach nur mal sagen, dass es auch allein über die Beträge oder Auswahl der Beträge Muster geben kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Börse BISC nur ganze Euro-Beträge noch zulässt beim Umtauschen, weil man auch durch die Cent-Beträge Erkenntnis gewinnen kann, weil es einfach ganze Euro-Beträge macht schon wieder viel schwieriger, wenn einer jetzt zum Beispiel mal alle europäischen IBAN-Konten durchscannen würde nach einem gewissen Betrag und da den deswegen vielleicht in Zusammenhang mit einer BISC-Transaktion bringen könnte. Dadurch, dass sie nur ganze Euro-Beträge verwenden, ist das eigentlich nicht mehr so leicht möglich. Das ist nur am Rande erwähnt. Also allein der Betrag kann auch schon eine Aussagekraft haben. Vor allen Dingen in kleinen Währungen, wenn es jetzt mal um Euro geht und man hat kleine Währungen, die jetzt nicht 500 Millionen Nutzer haben wie der Euro, dann kann man durch solche Analysen sozusagen auch die Privatsphäre leichter aufdecken als bei großen Währungen wie Dollar oder Euro. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Seite gehen, dann zeige ich mal ein Beispiel für den in der Hauptsendung erwähnten Privatsphäre-Index von einer Adresse. Das kann jeder gerne mal für seine eigenen Adressen aussuchen. Am Ende der Seite steht der Link, wo man das praktisch kostenlos einfach nur eingeben kann und dann bekommt man eine Prozentzahl zwischen 0 und 100%. Hier ist ein Beispiel, die Adresse 39DK7 und so weiter. Da spuckt unser Tool aus, die Privatsphäre ist, der Index ist 8,96%. Warum ist der nicht 100%? Was bedeuten würde, wir können überhaupt nichts analysieren, wir finden nichts. Das ist nicht 100%, weil es gibt 367 Adressen, die wir der gleichen Person zuordnen können, wie diese 39DK-Adresse. Und wir haben eine Verbindung zu der Börse Coinbase.com gefunden und noch ein paar Kleinigkeiten. Und deswegen wäre das zum Beispiel, wenn auf uns ein Kunde zukommt, wir empfehlen denen, gib mal deine Adresse da ein, dann siehst du, ob es sich überhaupt schon lohnt oder ansonsten oder ob wir warten müssen oder das mal beobachten müssen. Und in dem Fall würde man sagen, ja, es lohnt sich, das zu untersuchen. Wir machen so einen Check vorher, weil Untersuchung kostet auch Zeit und insofern dann auch Geld für den Kunden. Und er ist natürlich enttäuscht, wenn wir nachher gar nichts finden. Deswegen ist das sozusagen ein Vorabcheck, der einigermaßen zuverlässig zeigt, ob wir da was finden werden oder nicht. Ja, das mal zu diesem Index. Also es ist für alle Bitcoin-Adressen verfügbar und ist manchmal ganz interessant zu sehen. Vor allen Dingen, man hat ja vielleicht selbst ein Gefühl, ist die Privatsphäre von der Bitcoin-Adresse, könnte da einer was finden oder nicht? Habe ich da vielleicht schon viel mit Börsen hin und her oder vielleicht in irgendeinem Internetforum das noch als Spendenadresse hingeschrieben oder sonst mal stolz erzählt, ich habe mir hier Bitcoin gekauft, dann hat man ja vielleicht ein Gefühl, ob da ein niedriger oder hoher Wert sein müsste. Also wer möchte, kann es mal überraschen lassen, das ausprobieren. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, dann würde ich noch etwas zu dem in der Hauptsendung erwähnten anderen Index erzählen, nämlich die Nähe von zwei Bitcoin-Adressen oder auch von einer ganzen Gruppe von Adressen in der Blockchain. Das nutzen wir, wenn unsere Warte, warte, normalen warte, Regeln einfach nicht. stopp, stopp, ich habe noch eine Frage, Mensch.
bist zu schnell, Marc. Habt ihr den, Okay. wenn ich jetzt eine Adresse da eingebe bei Bitcoin Privacy Check, habt ihr den Privatsphäre-Index schon vorberechnet oder berechnet ihr den immer ad hoc, wenn ich die Adresse eingebe? Ja, genau das haben wir diskutiert, weil wenn wir das vorher berechnen, ist es natürlich ein bisschen schneller und man muss dann nicht 10 Sekunden warten oder manchmal auch länger. Aber der Nachteil ist, dass der sich natürlich jede Minute ändern kann oder mit jedem neuen Block ändern kann und wir ständig nachjustieren müssten. Und es gibt ja ungefähr 700 Millionen Adressen. Das ist auch ein ganz schöner Aufwand zu berechnen. Deswegen machen wir das in Echtzeit. Das heißt, das wird in Echtzeit, wenn es einer eingibt, berechnet, weil unser Tool greift dann auf die Datenbank zu und bildet schon mal das Cluster. Es ist nicht ganz so genau, wenn wir das jetzt länger laufen lassen würden, mal Programme eine halbe Stunde drüber laufen lassen würden, dann würden wir es noch genauer berechnen können. Aber es gibt einen sehr guten Näherungswert zu der Situation, wie viel aufgedeckt werden kann. Je kleiner diese Zahl, desto schlechter ist die Privatsphäre geschützt, also desto leichter könnte man einen Betrüger finden. Okay, gut. Machen wir weiter mit der Nähe von Bitcoin-Adressen. Ja, was wir dort messen, ist praktisch, wir schauen uns die Transaktionsbäume an, also die Ausgangsadressen, die haben ja dann auch wieder, sind meistens in Transaktionen involviert, die wieder Ausgänge haben. Es verfächert sich also immer weiter. Jetzt habe ich unten mal ein Beispiel mit zwei Adressen aufgeschrieben, 1 MZQ und 32 A7V. Also das sind richtige Adressen, die man der Bitcoin-Blockchain findet, wenn er die in den Explorer eingibt. Dann in den Transaktionsbäumen, wir sind da jetzt mal mit der Suchtiefe 2, das heißt nur zwei Ebenen weitergegangen. Man kann natürlich noch weitergehen, das wird aber kann manchmal, vor allen Dingen, wenn da ein Exchange kommen sollte, dann wird das super aufwendig irgendwann, weil es eine Riesenanzahl von Adressen dann auffindbar sind. Hier haben wir 57.825 Adressen schon nach zwei Schritten gefunden. Und kommen auf einen Index 4,3. Also häufig ist der, wenn die Adressen wirklich gar nichts miteinander im Hut haben und das sind von 20.000 Adressen nahezu keine Überschneidung oder so, dann ist der halt null. Und in dem Fall haben wir 123 Überschneidungen gefunden und nach unserer Formel ist es dann 4,3%. Wenn das Ding noch sehr hoch sein sollte, dann gehen wir von aus, die Adressen werden wahrscheinlich von einer Person kontrolliert. Das ist kein stichhaltiger Beweis, aber ein Indiz, was und ein Verdacht begründet zumindest und ist dann hilfreich, wenn die normalen Regeln einfach nichts finden. Ja, das dazu. Dann Nächste Folie. auf der nächsten Seite. Ja, das wäre noch die, genau, Vanity-Adressen oder ähnliche Adressen. Wenn ich jetzt eine Adresse 1ABC habe und will wissen, gibt es da, welche Adressen fangen noch mit 1ABC an oder so, dann könnte ich das nutzen. Das habe ich jetzt mal hier für das Beispiel Bitcoin-Adressen, wo direkt nach dem Anfang, also nach einer 1, nach einer 3 zum Beispiel, das Wort Alice vorkommt. In verschiedenen Schreibweisen mit kleinen Großbuchstaben und da waren jetzt kein paar 20 Fälle kamen der Blockchain vor. Ich sag mal, für die Analytik, für die Nachverfolgung hat es nur eine untergeordnete Bedeutung. Das wäre jetzt nur in Ausnahmefällen, wenn man jetzt weiß, dass jemand da Liebhaber ist und immer die gleichen Adressen gern benutzt und sammelt und sich errechnet hat, dann könnte das mal im Ausnahmefall interessant sein. Oder wenn irgendwo, es kommt immer mit einer Adresse und die gibt es gar nicht. Und dann nutze ich diese Suche auch, weil das reicht, da gebe ich zum Beispiel 5 Zeichen ein, dann zeigt er mir alle Adressen, die so sind und dann finde ich, das war ich ziemlich schnell, ah ja, da hat er hinten bei der ersten Adresse statt SX4 hat er SX9 aufgeschrieben auf dem Zettel oder so. Und dann würde ich natürlich finden, okay, das muss die Adresse sein, irgendwas falsch aufgeschrieben. Für solche Ausnahmefällen aber spielt eher nur eine untergeordnete Rolle. Ja, wenn vielleicht, jetzt sind wir eigentlich durch mit dem Tutorial. Ich würde gerne noch einen abschließenden Kommentar machen, weil eine Frage, die häufig kommt,
weil die einen sagen, naja, lass doch die Leute in Ruhe mit der Privatsphäre und verfolgt es doch nicht nach, das ist doch nicht im Sinne des Erfinders von Satoshi, sowas zu machen. Und andere sagen wie das Gegenteil, es soll nichts privat sein, genauso wie bei einem Eurokonto kann man auch alles nachvollziehen. Die Leute fragen mich dann, was ich dazu denke. Also ich denke beides. Es ist so, wenn jetzt jemand die unterdrückte Opposition im diktatorischen Staat, der braucht sicher seine Anonymität und für den ist die Privatsphäre gut. Aber ich verstehe auch die Leute, die jetzt wirklich 20 Jahre ihr Kleingeld zur Seite gelegt haben und gespart haben und dann auf einmal 50.000 Euro ihre gesamten Ersparnisse gestohlen bekommen. Für die bricht eine Welt zusammen. Und da verstehe ich auch, dass die natürlich geholfen haben wollen, dass man die Leute nachverfolgt. Ja? Oder wenn jetzt einer Kinderpornografie-Ring betreibt, mit Bitcoin bezahlt zum Beispiel oder so, dann gibt es natürlich das Interesse, die Leute einfach zu finden, weil sie viele schädigen. Und insofern ist es für mich genauso mit dieser Privatsphäre, soll man sie nachverfolgen oder nicht, oder soll es sie geben oder nicht, ist ähnlich wie für mich soll es ein Messer geben. Ich kann jemand mit erstechen, ich kann aber auch mir ein Butterbrot schmieren mit dem Messer. Oder die Frage, darf es Auto und Schuhsohlen geben? Der Bankräuber kann schneller sich vom Tatort entfernen. Ja. Also das ist sozusagen diese Frage, die sich auch in mehreren Lebensbereichen stellt, die man an vielen Stellen anwenden kann. Letztendlich auch, wir sitzen jetzt alle vorm Computer, wo man natürlich dann auch sagt, mit dem Computer kannst du böse Sachen anstellen und aber auch viele gute. Ja. Und das wollte ich nochmal erwähnen, weil es sicher manchen durch den Kopf geht und bei manchen erzeugt es eine Abwehrreaktion überhaupt, dass es Bitcoin-Nachverfolgung gibt. Und ich sehe das halt deswegen mit zwei verschiedenen Augen. Einerseits schütze ich auch meine eigene Privatsphäre, möchte nicht, dass da jeder rumschnüffelt. Und andererseits verstehe ich aber auch, dass es Gründe gibt, eben da nachzuforschen. Und darauf haben wir uns halt spezialisiert. Ja, das war mal mein Schlusswort, aber vielleicht gibt es ja noch Fragen. Von mir nicht, Ralf, du? Nein, von mir auch nicht. Vielen Dank, sehr aufschlussreich. Und ich sag mal, ja, wenn ich mal ein Problem habe, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Gut, in diesem Ja, Sinne, sehr wenn gerne und danke für die Einladung. gerne. Und wenn andere ein Problem haben, können sie ja auch gerne zu dir kommen und nicht die Kryptoadresse, auch nicht die Bitcoin-Adresse, sondern die Webadresse lautet halt btctester.com, richtig? Genau, zwischendrin ist es auch irgendwo mal eingeblendet, zumindest eine Unterseite oder man kann es vielleicht noch mal irgendwo ergänzen. Und wenn Hörerfragen da sein sollten zu diesen Themen, dann können wir auch gerne noch mal Kryptoforensik 2.0 machen, also wenn jetzt aus diesen beiden Sendungen da Fragen entstehen sollten. Okay, gerne. Gut. Dann danken wir euch fürs Zuschauen und schaut mal wieder in unsere nächsten DeFi-Gespräche rein. Also, Genau. tschüss.